Hallo IPC-Besucher. Auf der IPC 2012 war David Sühlke da und hat über RESTful APIs gesprochen. David, was sind denn die fünf wichtigsten Punkte aus deinem gestrigen Vortrag? Die fünf wichtigsten. Ich habe den Vortrag in zwei Teile geteilt. Erstmal, wie macht man eigentlich grundsätzlich ein gutes HTTP-Interface? Das heißt, man benutzt den Standard so, wie man sollte. Und der zweite Teil geht darum, wie mache ich eigentlich ein RESTful-Interface, das all den Bedingungen genügt, die Roy Fielding in seiner Dissertation aufgestellt hat. Und dazu gehören eben nicht nur schöne HTTP-Verben zu benutzen oder die richtigen Statuscodes oder URLs richtig zu benutzen etc., sondern da geht es vor allem darum, über Links und ihre Relationen und über einen definierten Medientyp mit einer Semantik Abläufe im Client und im Server zu steuern. Das nennt man Hypermedia as the Engine of Application State und es führt am Ende dazu, dass durch die Repräsentationen, die ein Server zum Beispiel an einen Client steckt, alle Interaktionen vom Client getrieben werden. Der Client hat da nicht, erzeugt nicht ein Produkt durch einen Post, bekommt eine ID zurück, hängt die ID in irgendeine URL dran, sondern er erzeugt dieses Produkt mit einem Post, bekommt eine URL zurück als in einem Location-Header zum Beispiel, der erfolgt. Und das sorgt für ein großes Maß an Erweiterbarkeit und für ein großes Maß an, naja, wie sagt man, Durability, weil ich als Server-Implementierer kann natürlich jederzeit die URL, die ich da zurückliefere, ändern, ohne dass der Client gleich in die Luft fliegt. Ja. Das ist ja traditionell, haben wir das natürlich viel gehabt in Web-Services, dass man eine ID zurückgibt und da muss man URLs vor allem konstruieren, ja, das ist halt ganz fies. Oder irgendwelche Annahmen darüber machen, in welcher Reihenfolge bestimmte Dinge passieren, welche Ressourcen verfügbar sind, wie ich mit einer ID an eine Category, an irgendwas / sonst wie dranhänge und dann kriege ich hoffentlich was zurück. Sondern die Idee ist eben, dass man hauptsächlich einfach Links folgt als Clients und dadurch schön interoperabel bleibt und auch langfristig seine Systeme warten kann. Okay, jetzt hast du diesen Vortrag schon an sehr vielen Orten gehalten und das Thema scheint ein echter Dauerbrenner zu sein. Wieso kannst du nach 2 Jahren REST-Vorträgen immer noch volle Seele produzieren? Weil es eigentlich ein schönes Thema ist. Das Thema ist auch, also es machen halt sehr, sehr viele Leute falsch. Es stellen sich auch ganz viele Leute hin und sagen, ich habe eine REST-API und das hat halt mit REST überhaupt nichts zu tun, sondern das ist nur ein normales HTTP. Ohne diese Hypermedia-Komponente, die eben so wichtig ist. Und jedes Mal, wenn Roy Fielding, der das ja erfunden hat, das mitbekommt, dann wird er so richtig stinkesauer und ich kann mich über solche Sachen auch toll aufregen. Also es ist jetzt auch so ein bisschen, ich packe dann schon auch die Leidenschaft, wo ich sage, hey, das muss den Leuten jetzt mal beibringen. Und die Zuschauer, die gehen auch immer raus und sagen, Mensch, ich habe was Tolles gelernt und sind meistens echt sehr dankbar, weil das wissen halt viele Leute nicht. Das REST ist so ein Buzzword wie Cloud oder Ajax. Und was genau dahinter steht, ist halt meistens in den Köpfen schwirrt nur so, ja, HTTP richtig benutzen, rum, fertig. Aber das ist die eine Sache, glaube ich. Die andere Sache ist, es kommt natürlich, also HTTP und die grundlegende Architektur, wie das Web funktioniert, kommt ja nicht aus der Mode. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie die Library, die gerade aktuell ist oder die Programmiersprache oder das JavaScript-Toolkit, was den Sommer mal irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen durch die Blogs geistert, sondern wir benutzen das jeden Tag. Das ist seit den Anfang der 90er, funktioniert das Web so und ein grundlegendes Verständnis dafür zu haben, wie so netzwerkbasierte Architekturen eigentlich aussehen sollten, besonders auf das Web gemünzt. Ich glaube, das ist einfach für jeden nützlich und es ist auch immer, also ich mache den, wie du schon gesagt hast, viele Jahre, auch hier auf der IPC schon und auf anderen Konferenzen und es ist wirklich immer gut gefüllt und kommt eigentlich super an. Ich hoffe, ich kann den auch noch lange weitermachen und noch viele Leute erhellen, weil wenn wir dann am Ende dazu kommen, dass es jeder versteht und dass jeder es richtig implementiert in Servern und in Clients, dann hätten wir halt ein viel einfacher benutzbares Web, viel besser benutzbare APIs, viel mehr Interoperabilität zwischen Services. Es würde jedem Programmierer das Leben erleichtern, weil es deutlich einfacher ist, gegen einen RESTful Service zu programmieren. Für die Server-Implementierer ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Ja, das sind natürlich die langfristigen Vorteile davon, aber wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt meinen Arbeitgeber überzeugen möchte und sagen möchte, wir brauchen REST, aber und zwar können wir damit jetzt das und diesen Vorteil gewinnen. Wie kann ich da argumentieren?
Im Prinzip fast nicht, außer es ergibt sich konkret ein Use Case oder eine Anforderung, die sowas wie Hypermedia erfordern würde. Rest passt fürchterlich schlecht zu auch solchen agilen Entwicklungsansätzen zum Beispiel und der ganzen Jagni-Geschichte, ja, weil man das anfangs nicht braucht. Das Problem ist natürlich, sobald ich eine API da mal draußen habe, die nicht restful ist, die nicht Links benutzt zur kompletten Steuerung der Clients, die einfach nicht so schön erweiterbar ist, wo ich weiß, meine 7 Mobil-Clients, die ich vielleicht gar nicht selber geschrieben habe, über die ich keine Kontrolle habe und 500 Leute, die dranhängen, denen muss ich irgendwelche Notices schicken, dass wir irgendwas deprecaten und 2 Jahre später kann ich es rausnehmen. Twitter hat das jetzt letztens erst gemacht, weil halt einfach fundamentale Design-Flaws drin sind. Sofort einen Effekt gibt es nicht. Man kann immer eine API bauen ohne Hypermedia und sonst was und es wird funktionieren. Das Problem ist, dass man sich vielleicht nach Wochen, nach Monaten oder nach Jahren Probleme einhandelt. Gut argumentieren kann man immer, wenn man sagt, okay, wir bauen eine API, die wir nicht nur selber konsumieren, sondern die auch von Anfang an andere konsumieren sollen. Dann macht man sich sogar während der Entwicklungsphase unter Umständen schon das Leben leichter, weil man schon während der Entwicklungsphase diese ganzen Dinge, Links austauschen, nochmal Sachen ändern, ohne dass man andauernd den Kommunikationsoverhead mit den Kunden hat. Und ganz selten geben sich aber auch tatsächlich Anforderungen, also ganz selten ergeben sich auch wirklich die Gelegenheit zu sagen, man baut da jetzt ein Hypermedia-System und alles folgt nur Links und so weiter, weil es anders viel, viel komplexer zu machen wäre. Das ist aber echt die absolute Ausnahme. Also ich hatte letztes Jahr so ein Projekt in den USA für das Dienstleister von sonst was, war so eine Regierungsgeschichte irgendwie ganz, ganz interessant gewesen. Und da wurden Daten angeliefert, und die Metadaten, die diese Daten beschrieben haben, die waren separat und die wollte man nicht jedes Mal mitliefern aus Performancegründen, weil es da darum ging, viele, viele Millionen Schreiboperationen am Tag zu machen. Und diese Metadaten, die wurden quasi einfach verlinkt. Das heißt, jemand hat uns Daten geliefert und hat gesagt, die Metadaten liegen hier per Link. Und in den Metadaten waren vielleicht weitere Links. Und wir als Server, nicht nur als Client, sondern auch wir als Server, haben diese Daten per Post bekommen, sind dann diesen Links gefolgt, haben die lokal gecached, die Links umgeschrieben, sodass sie dann auf unsere Services gezeigt haben, weil wir dann diese Metadaten auch gezogen haben und gecached haben. Und es war für uns einfacher und es war auch für die Clients einfacher, also die Datenlieferanten, weil die Datenlieferanten hätten ansonsten erstmal bei uns irgendwie die Metadaten hochladen müssen. Wenn das nicht klappt, dann müssen sie es vielleicht nochmal versuchen und wenn es dann endlich geklappt hat, dann müssen sie sich die URL merken, die wir erzeugt haben und dann müssen sie ihre Daten umschreiben, sodass unsere URLs drinstehen etc. Und so mussten die einfach gar nichts machen. Die haben einfach uns die Metadaten geschickt und der Link hat halt auf deren Server gezeigt und wir haben es uns von dort gezogen und fertig. Und das Ganze, sowohl Server als auch Clients waren zum großen Teil einfach eine State Machine, die einfach nur je nachdem, was gerade angeliefert wurde oder sonst wie irgendwelchen URLs gefolgt ist, und das war eigentlich relativ einfach zu implementieren. Aber den Case gibt es echt selten. Also hauptsächlich muss man einfach drauf schauen, dass man sagt, okay, wir haben viele Stakeholder, viele Consumer, über die wir keine Kontrolle haben, die wir nicht selber implementieren oder die schwierig abzudaten sind, ja, ein iOS-Client oder sonst was. Und dann kommen die Benefits ganz schnell. Nicht innerhalb von Wochen oder Monaten wahrscheinlich, aber ja, das ist halt immer der Trade-off, den man machen muss. Leider gibt es keine Low-Hanging-Fruits, die man pflücken kann. Weil die meisten Vorteile oder die meisten schönen Dinge hat ja HTTP schon drin. Das ganze Caching, Content Negotiation, Authentifizierung, Transport Layer Security, das hat ja mit Rest nichts zu tun. Das ist ja alles HTTP. Ja. Okay, dann bedanke ich mich. Du hast ein Flugzeug zu kriegen. Alles klar. Na dann, mach's gut.